Hallo Freunde, ich stehe jetzt hier vorm Gerichtsgebäude vor den Justizbehörden in Hof. Und heute ist doch der Prozess gegen Marianne Wilfert, die angeklagt ist wegen Volksverhetzung. Ja, es gibt 3 Klagen insgesamt. Die erste wegen ihrer Einträge in Gästebüchern. Dort soll sie geschrieben haben, es gab keine Vergasungen und keine Gaskammern. Das wurde ihr dann jetzt hier zur Anklage gemacht. Dann hat sie auf einer Demonstration in Nürnberg einmal ein Gespräch mit einem Kontingent Flüchtlingen, der jüdisch war, wiedergegeben. Und dort soll sie gesagt haben, es gab keine Gaskammern und der Holocaust ist eine Lüge und sie wissen das. Das wird ihr jetzt hier vorgeworfen. Als drittes wird ihr vorgeworfen, dass sie auf Amazon über ein Buch, Handbuch der Judenfrage, eine Rezension geschrieben hat und dort dieses Buch gelobt hat und empfohlen hat, das zu lesen und dass da aus diesem Buch hervorginge, wie verkommen die Juden seien. Ich glaube, so im Prinzip war es das. Natürlich in der Formulierung bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das sind jedenfalls die 3 Punkte, die hier zur Debatte stehen. Das wurde von der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Herrn Zuber, hier vorgetragen. Woraufhin dann der Rechtsanwalt Narrat von Marianne Wilfert sich geäußert hat. Und was er zu sagen hatte, hat im Saal für Schweigen gesorgt. Es waren vielleicht 20 Gäste anwesend, 20 Beobachter, davon auch ein Teil Presse, natürlich auch ein Teil der Systempresse. Aber es war so still, dass man eine Stecknadel hätte runterfallen können. Vielleicht sogar eine Daunenfeder. Herr Narrat hat dargestellt, was für ein Verfahren das hier ist und wie wenig er hier die Gelegenheit sieht, eine rechtmäßige Verteidigung durchzuführen. Aber ich greife ein wenig vorweg. Er sagte, der Paragraph 130 Strafgesetzbuch sei verfassungswidrig. Er hat das darauf berufen oder bezogen, dass niemand von den Anwesenden zu der Zeit in Deutschland gelebt hat, zu der Zeit, als es diesen Massenmord gab und deswegen niemand es wissen könne. Eine Leugnung aber setze das Bestreiten wieder besseres Wissen voraus und das, so Herr Narrat, sei hiermit eben nicht möglich. Weiter führt er aus, dass der 130er Absatz 3 vor allen Dingen ein Sondergesetz sei, da eben nicht jede Leugnung von jedem Massenmord unter Strafe stünde, sondern nur der sogenannte Holocaust, der hier mit C geschrieben wurde, auch darauf kam man später noch zu sprechen. Und er meinte, der 130er sei ein Fremdkörper im deutschen Strafgesetz. Der Antrag wurde gestellt, die Verhandlung auszusetzen oder besser gesagt die Empfehlung an das Gericht aus den genannten Gründen und dann eben nochmal, eine rechtmäßige Verteidigung sei nicht möglich. Man erlebt bis immer wieder oder immer mal wieder Anwälte, die ihre Mandanten verteidigen gegen eben den 130er, machen sich teilweise selbst strafbar und stehen dann selber vor Gericht. Sie dürfen also keine Sachanträge einreichen, die dann verhandelt werden, denn damit müssten sie ja einen Tatbestand beschreiben, der bewiesen werden soll. Und das muss dann ja eben auch nicht als, da kann nicht als Konjunktiv formuliert sein, sondern muss ein Aussagesatz sein. Und das wäre dann eben möglicherweise schon wieder eine Straftat. Ja, daraufhin gab es eine kurze Unterbrechung. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück oder jedenfalls wurde unterbrochen. Und nach der Unterbrechung hat der Staatsanwalt dann das Wort wieder ergriffen und meinte, ja, er sieht das völlig anders und das sei alles im Einklang mit dem Grundgesetz. Und Bundesverfassungsgericht hat mehrfach auch die Verfassungsmäßigkeit dieses Paragraphen bestätigt und das sei alles in Ordnung. Der Richter wollte weitermachen, wollte die Angeklagte dann zu Wort kommen lassen, aber die wollte nichts sagen. Und dann ist dann der Rechtsanwalt Narrat wieder eingeschritten und hat nochmal wieder angeregt, darüber zu entscheiden. Und der Staatsanwalt sagte dann, naja, Sie können ja in die Revision dann gehen. Ja, der Richter sehe nämlich da jetzt auch erstmal so keine Gründe wohl. Und dann ging es ein bisschen hin und her und dann meinte Herr Narrat, naja, wenn man in der Revision schreibt, das und das sei eben damit nicht vereinbar, wird ja das einfach abgelehnt mit dem lapidaren Satz, das Gericht sieht da keine Einschränkung oder sowas. Und dann meinte der Staatsanwalt, ja, dann ist das so. Und dieses, dann ist das so, das zeigt eigentlich den Geist, der in solchen Prozessen hier herrscht, dann ist das so, ja, Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, hin oder her, das ist dann halt so. Marianne Wilfert wollte sich erstmal nicht äußern, es wurde jetzt
Es wird auf die nächsten Zeugen gewartet, deswegen hatte ich kurz die Gelegenheit, hier mal einen Bericht erstatten und gehe jetzt gleich wieder rein. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht habe ich Glück, auch nochmal den Strafverteidiger Herrn Narrat dann zu Wort kommen zu lassen, aber das sehen wir dann später. Ja, seien wir gespannt, wie es hier ausgeht und weitergeht. Wohl an. Ja, Freunde, es ist mittlerweile kurz nach 12. Der erste Verhandlungstag ist hiermit rum. Nach der Unterbrechung ist jetzt nicht wahnsinnig viel noch passiert. Es wurden 3 Zeugen geladen, allesamt Polizeibeamte, die entweder die Anzeigen aufgenommen haben oder bei der Hausdurchsuchung dabei waren. Es kam jetzt nicht viel Sinnvolles da oder Weiterführendes zur Sprache. Der Tag schloss dann damit, dass der Richter angeordnet hat, dass alle Schriftstücke, die Frau Wilfert verfasst haben soll, oder Marianne, dass die alle im Selbstleseverfahren bis zur nächsten Sitzung durchgearbeitet werden sollen und nicht öffentlich verlesen werden. Das war natürlich für viele Prozessbeobachter, 10 an der Zahl waren wir, ein Problem, denn dann erfahren sie nicht wirklich, was jetzt der Marianne zur Last gelegt hat.